Wir können die Integralrechnung nutzen, um eine Fläche, hier mit S gekennzeichnet, zwischen einer Funktion und der x-Achse in den Grenzen a und b zu ermitteln. Wir sprechen dann von dem bestimmten Integral. Wir kürzen das Ganze ab. Integral von a nach b der Funktion f von x dx. Wir müssen dazu die Stammfunktion groß f von x ermitteln. In diese Stammfunktion die beiden Werte a und b einsetzen und f von b minus f von a abziehen. In der Wissenschaft ist es gar nicht so selten, dass man Flächen unter Kurven ermittelt, etwa bei diesem Gaschromatogramm. Die sogenannten Peakflächen sind ein Maß dafür, wie viel Analyt vorliegen. Zu einer gegebenen Funktion klein f von x, hier blau gezeichnet, gibt es eine unendliche Menge von Stammfunktionen groß f von x, hier rot gezeichnet. Die blaue Funktion ist die Ableitung jeder der roten Funktionen, gibt also die Steigung der roten Funktionen an. Dort, wo die blaue Funktion negativ ist, also etwa zwischen 3,2 und 6,2, haben die roten Funktionen eine negative Steigung. Dort, wo die blaue Funktion positiv ist, etwa zwischen 1 und 2, haben die roten Funktionen eine positive Steigung. Die roten Funktionen unterscheiden sich voneinander nur durch eine Konstante groß C, der sogenannten Integrationskonstante. Der Ausdruck Integral f von x dx heißt unbestimmtes Integral und hat als Lösung die Funktion groß f von x plus c. Die wichtigsten Stammfunktionen sollte man auswendig kennen. Die Stammfunktionen für f von x gleich x hoch n lauten 1 durch m plus 1 mal x hoch m plus 1 plus c. Diese Gleichung gilt für alle Werte von n, außer für n gleich minus 1. Für n gleich minus 1, also die Funktion f von x gleich 1 durch x, ist die Stammfunktion ln x plus c. Die Stammfunktionen des Sinus sind der minus Cosinus x plus c. Die Stammfunktionen des Cosinus sind Sinus x plus c. Die Stammfunktion des Tangens ist minus ln Cosinus x Quadrat plus c. Am einfachsten sind die Stammfunktionen der e-Funktion. Sie lauten e hoch x plus c. Die Stammfunktion des Logarithmus von x ist x ln x plus c. Ganz besondere Bedeutung haben die Integrale der gaußschen Glockenkurve in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Diese Funktionen sind symmetrisch um den Mittelwert f quer. Wenn wir das gesamte Integral der Funktion zu 100% setzen, dann ergibt sich in einem Intervall von f quer minus s bis f quer plus s 68% der Gesamtfläche. S ist die sogenannte Standardabweichung. Wenn wir als Intervall wählen f quer minus 2s bis f quer plus 2s, haben wir schon 95,5% der Gesamtfläche in diesem Intervall liegen. Und zwischen f quer minus 3s und f quer plus 3s liegen schon 99,7% der Gesamtfläche. In der kinetischen Gastheorie beschreibt die Maxwell-Boltzmann-Gleichung die Geschwindigkeitsverteilung in einem Gas. Durch Integration dieser Funktion können wir ermitteln, wie viele Teilchen eine gewisse Mindestgeschwindigkeit haben. Für die Integration komplizierterer Funktionen gibt es einige Regeln. Es gilt die Additionsregel. Integral ux plus vx dx ist gleich Integral ux dx plus Integral vx dx. Man kann also summandenweise integrieren. Es gilt die Faktorregel. Integral c mal ux dx ist gleich c mal Integral ux dx. Einen konstanten Faktor kann man vor das Integral ziehen. Häufig kann man sich Integration durch Substitution erleichtern. Wir haben eine Funktion u von v. Wir wollen das Integral u von v dx ermitteln. Die Ableitung dv nach dx ist v'. Umgestellt nach dx ergibt sich dx gleich dv durch v'. Eingesetzt in das ursprüngliche Integral haben wir die Integrationsvariable dx in die Integrationsvariable dv verwandelt. Aus der Produktregel für die Differenziation können wir eine Regel für die Integration ableiten, die Regel der partiellen Integration.
Wenn wir eine Funktion als u von x mal v' von x formulieren können, dann gilt Integral u von x v' von x gleich ux mal vx minus Integral u' von x mal v von x. Hier noch einmal das Basishandwerkszeug für die Integration. Sie sollten die wichtigsten Stammfunktionen auswendig kennen, die Stammfunktion von x hoch n, von 1 durch x, von Sinus, Cosinus und Tangens x, von e hoch x und ln x. Sie sollten die Faktorregel, die Substitutionsregel und das partielle Integrieren beherrschen.